So, herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zum neuesten Video. Und zwar heute die Frage: Warum habe ich den Discord-Server von meinen nicht-veganen Freunden verlassen? Und zwar aus dem einfachen Grund, dass ich keine Rechtfertigung habe, mehr meine Zeit zu verschwenden, damit mit denen vegane Fragen zu diskutieren. Und zwar hat sich jetzt klar herausgestellt, dass das unerwünscht ist. Ja? Ich war vorgestern nochmal drauf und habe mit denen diskutiert. Und da gibt es ein, zwei Snowflakes auf diesem Server, denen das halt dann nicht gefällt, die sehr logikavers sind, die dann Fallacies bringen, die oder sagen, die wären dann Soziopath, oder die sagen dann, ja, du schiebst mir doch in die Schuhe, dass ich verantwortlich bin für den Mord an diesen Millionen von Tieren. Und das habe ich gar nicht gemacht. Die einfache Frage ist, wie rechtfertigst du den Mord an den Tieren? So, und wenn man diese Frage stellt, dann kann man gleich herausfiltern, ja, wer logikavers ist und wer nicht und wer logisch konsistent ist, ja, oder wer auch eine Moral hat oder wer am Ende Menschen essen würde. Und ja, dann habe ich da mit denen diskutiert und so, ich glaube, zwar am Nachmittag, und dann am nächsten Morgen bin ich aufgewacht, gehe ich nochmal drauf, guck mal in meinen Nachrichten. Und da steht drin, dass es nicht mehr erwünscht ist, ja, dass ich mich da raushalten soll. Und zu Eugen, Lichtblick auf den Server oder bei Doomrider in der Gruppe darüber diskutieren soll, also mit Veganern. Macht natürlich Sinn, weil die sind ja schon alle vegan. Also muss man die auch überzeugen, dass die vegan werden. Logik. Genau, deswegen bin ich jetzt einfach aus dem Discord-Server von meinen nicht-veganen Freunden rausgegangen. Und dann habe ich auch keinen Grund mehr oder keine Verführung mehr, da irgendwie drauf zu klicken, reinzugehen, um meine Zeit wieder zu verschwenden. Ja? Also an euch aus dem Discord-Server, ihr wisst, wen ich meine. Ihr seid gerne willkommen, mit mir weiterhin über den Veganismus zu diskutieren. Und zwar auf meiner Plattform hier in den Kommentaren. Ich freue mich auf eure Kommentare. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video.